Bittner, Santiago Ziesmer, Hans-Georg Panschak zu der gerade wirklich tollen Live-Performance von Ciao Ciao. Hallo. Ja, ich weiß, ihr seid 100-mal interviewt worden, Luke Skywalker, aber auch, das darf man sagen, Aimla Benz im Gruselkabinett, in verschiedenen anderen Hörspielrollen mittlerweile. Weiß ich wieder mal, immer wieder. Ja, das ist unser Geschäft, Hörspiel ist halt unser. Santiago Ziesmer natürlich großartig. Ich komme nicht auf SpongeBob heute, nein. Nein, bitte nicht. Ich möchte nur, ich möchte nur erwähnen, Cookie, Perry Roden, Plejaden. Ja. Ganz, ganz hervorragende Performance. Wie gesagt, ich darf ja nicht spoilern, aber das, was wir heute Abend zu hören kriegen, Deadwood von John Sinclair, auch ganz hervorragend übrigens, mal so richtig schön dreckig. Yeah. Ja. Wir haben schon einen Lieblingssatz. Ich liebe Leichen. Leichen sind was Tolles. Ja, wie kam das denn zu dem Zusammenarbeit hier mit dem Joachim Ziebe und mit dem Institut Konfuzius in Frankfurt? Ja, der Joachim hat das erste Hörspiel gemacht, mhm. Und ich habe das gehört und fand es super. Das hat mir total gut gefallen, ja, habe ich schon gehört. Also dich. Mhm. Und dann habe ich ihm das mal gesagt, dass es mir gefällt und dass es da aber ja gar keine Frauen gibt. Und dass man das mal ändern muss. Und habe dann so gesagt, ah, Zufall! Es hat funktioniert. Ja. Ja, genau. Dann hat er mich angefragt, eben weil er dieses Live-Hörspiel gemacht hat und hat gemeint, ja, er hat eine Idee für eine weibliche Rolle und ob ich nicht Bock hätte. Und dann dachte ich mir, live ist ja noch viel cooler, ob ich das alles. Ja. Ja, er ist ja die erste Stunde, er ist von Anfang an dabei. Ja, ganz simpel, er hatte bei mir angefragt, weil er hatte schon ein bisschen sondiert, was für eine Stimme in Frage käme und hat dann angefragt über eine Agentur. Und so sind wir zusammengekommen und haben dann die Aufnahmen für das erste Hörspiel zusammen in Berlin aufgenommen. Habt ihr geixt oder, also habt ihr einzeln aufgenommen oder habt ihr im Ensemble gesprochen? Ich war nicht dabei, wie gesagt. Einzeln. Ja, ja, ja. Also ihr habt euch gegenseitig nicht gesehen? Nein. Okay. Das ist heute so gemacht. Ja, ja. Mittlerweile wird ja leider geixt. Ich weiß, viele eurer Kollegen mögen das nicht. Die haben immer noch diese etwas ältere Version des Ensemble-Aufnehmens. Das ist wie im Leben. Es gibt Vor- und Nachteile. Ja. Ja. Der Vorteil ist, dass du schneller bist, dass du konzentrierter arbeiten kannst, dass du einfach am Ball bleibst. Ja, aber gar nicht nur auch die Quantität. Auch du kannst dich auch, also du weißt ja früher, als wir dann zu zehnt im Studio waren, da hast du drei Takes, dann hast du dich wieder hingesetzt, hast du 5 Minuten Pause, dann müsstest du wieder aufstehen. Musst du wie so ein Maikäfer dich aufpumpen, das fällt heute weg. Du bleibst in der Konzentration. Ja. Das ist der einzige wirklich positive Effekt. Aber gut, ich wollte noch was anderes sagen. Ja. Also ich bin ja dazugekommen, wie die Jungfrau zum Kind, durch einen traurigen Anlass, weil Christian Rohde ja leider verstarb, der den Taro ist, den Großmeister zuvor gesprochen hatte, auch auf eurer CD. Ja, richtig, genau. Und das ist dummerweise relativ kurzfristig passiert, bevor in Leipzig eben zur Buchmesse eine Live-Lesung war. Und dann hat Jo überlegt, was kann er jetzt machen? Wir kannten uns nicht bis dahin. Und dann hat er mich angefragt, einfach so, wie er dich wahrscheinlich damals auch angefragt hat. Ja, genau. Und ich habe gesagt, natürlich springe ich ein. Und der hat dann die Idee gehabt zu sagen, ich soll ihn nicht ersetzen, ich soll gar nicht versuchen irgendwas, sondern ich bin der Meisterschüler, er ist weg und ich übernehme gerade quasi eine ganz andere Rolle. Aber es ist im Endeffekt, wenn man ja will, auch wenn man jetzt mal zum Beispiel George Lucas Philosophie hinterfragt, ist ja der Taoismus dem, ich sag jetzt mal, Jediismus ja sehr nah. Also von daher gesehen war ja doch eine gewisse Verwandtschaft auch dort vorhanden. Da musst du den Jo fragen, wie er auf diese Verbindung gekommen ist, aber das ist absolut richtig, natürlich. Ja. Wie ist das denn so jetzt? Seit einigen Jahren ist es ja üblich, dass man die Stimmen hinter den Schauspielern zeigt, die deutschen Stimmen. Hat sich da für euch was verändert? Wart ihr früher mehr anonym? Wie ist es heute? Absolut, absolut. Früher war es so, solange man den Mund gehalten hat und war jetzt nicht mit einer Fernseh- oder Filmproduktion auch mit dem Gesicht irgendwo zu sehen, hatte man relativ Ruhe. Und heute ist es so, die jungen Leute, die Kiddies, ich sage mal die Generation Internet, Facebook und. Die wissen, wie die Gesichter hinter den Stimmen aussehen. Das ist ja alles googeln, ne? Ja, und das bekomme ich auch regelmäßig zu spüren und werde angesprochen auf der Straße, in der Bahn, überall. Aber das ist doch schön. Ja, wunderbar. Ja. Herr Panschak, Sie engagieren sich, das weiß ich auch sehr, für den sozialen Bereich. Sie haben, glaube ich, im Gesundheitsbereich ein Projekt, aber vielleicht möchten Sie dazu was sagen. Das ist die C-Con, da sind wir in Essen am 3. November. Das nennt sich C, steht für Charity. Und dort werden alle Einnahmen halt für krebskranke Kinder eben gesammelt. Und das macht der Imperator Thomas und der ist quasi sozusagen der Initiator. Ich habe mich da eben halt als Schirmherr bereit erklärt und werde dann natürlich auch vor Ort sein.
Und ja, das liegt uns sehr am Herzen. Das Ganze fing auch schon damit an, dass der Imperator Thomas das immer schon gemacht hat. Und als wir auf einer Convention waren in Speyer letztes Jahr, kam dieser Jamie, der ist manchen Leuten wahrscheinlich auch bekannt, der Leukämie hat, 10 Jahre alt ist. Oder er ist die Singer, 7 oder 8, der Buddha ist 10. Und da haben die German Garrison, also ich habe das am Anfang nicht mitbekommen, wir waren Samstag und Sonntag auf dieser Convention und am Samstag hat die German Garrison ihn eingeladen, haben ihn einen Originalhelm, der kostet über 3000 Euro, haben den von allen, da waren 500 Leute von der German Garrison, das sind die, die immer mit den Star Trooper Sachen ausgerüstet sind und haben ihn, also du bist unser Held, ein großes Banner und so und haben ihn, und er war eigentlich schon, also man hat schon gesagt palliativ und irgendwie scheint ihm das einen Schub gegeben zu haben. Also er hat sich dann wieder berappelt. Ich habe ihn dann ein halbes Jahr später eingeladen nach München mit den Eltern ins Studio, dass er mal so sieht, wie synchronisiert wird. Da ging es ihm auch wieder besser. Also offensichtlich brauchen Leute eben auch einen mentalen Schub und das versuchen wir auch halt. Also der Wille, gesund zu werden, ja, absolut, ist ganz entscheidend. Ja, ja. Wir haben ja einen ähnlichen Fall gehabt vor dem Veröffentlichen von Wachen der Macht. Mhm. Ja, da war auch ein Junge, der war sehr, sehr schwer krank. Und in Amerika? In Amerika war der Fall und der hat den Film vorher gesehen. Ein absolutes No-Go eigentlich. Ja, ja. Bei uns muss man auch noch dazu sagen, wenn wir solche Filme synchronisieren, ob das Hobbits oder irgendwas ist, wir haben eine graue Leinwand, wir haben manchmal, je nachdem, also wenn es unwichtige Szenen sind, dann sieht man so verschwommen die Leute. Und wenn es eine wichtige Szene ist, dann sieht man nichts mehr. Und man wird, also plötzlich macht sich so ein Fenster auf, dann sieht man so vielleicht doch das Gesicht oder den Mund. Gerade den Mund. Ja, und das ist auch für die Cutter ein richtiges großes Problem. Die müssen oft also Sachen kaufen, die sie gar nicht. Nachher ist das in 4K auf der Leinwand und jeder kann sehen, jede Silbe sieht der und die sehen im Studio, wenn sie damit arbeiten müssen, nichts. Ja, ja, aber trotzdem muss man sagen, dass die deutsche Synchron die beste der Welt ist. Ja, wir haben kein anderes Land, was Lippensynchron so genau schneidet wie Deutschland. Ich habe mal gehört, in Russland gibt es einen einzigen Menschen, der alles spricht. Alles. So vielen anderen Autos, also wie Overlay, eine Männerstimme, ja, eine alles, Frauen, Kinder, alles Figuren. Alter. Gut, letzte Frage. Was würdet ihr euren Fans so als wirklich Wichtiges, als nicht das, was ihr immer sagt, sondern das, was würdet ihr euren Leuten wirklich mitgeben in Bezug auf Hörspiele, in Bezug auf das, was das Sprechen für euch ist, was es ausmacht, was die Energie dahinter ist, auch die darstellerische Qualität von dir heute, die wir also unglaublich genossen haben. Du hast das wirklich gelebt, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ja, wir machen ja auch Hörspiele und bei uns ist auch ganz wichtig, dass man vor dem Mikrofon spielt. Also nicht, dass man hingeht und wir reden das jetzt mal. Ich meine, ihr seid alte Hasen, ihr zwei, ihr könnt aufgrund eurer Erfahrung wahrscheinlich vieles mit der Stimme variieren, wo du dann wirklich den ganzen Körper noch mitnimmst. Oder ist es bei euch auch mal so? Ich würde gerne mit einem Satz anfangen. Guck in die Augen. Wir beide sind schon älter und ich glaube, wir haben alle noch das Kind im Auge. Richtig. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Das ist eine Buddelkiste. Wir können einfach spielen. Wir dürfen spielen. Spaß und Freude dran haben, weil das überträgt sich als erstes aufs Publikum. Ja. Egal. Aber das machen wir nicht, weil wir was übertragen wollen, sondern weil so sind wir. Aus eigener Freude und Spaß. Ja. Dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Freude und Spaß, dass wir euch noch lange, lange hören. Ihr seid ganz fantastische, angenehme und nette Menschen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bei einer anderen Gelegenheit mal wieder. Okay. Vielen Dank für das Interview. We'll be right back.